Martin Häusling, hallo, guten Tag. Die Biorevision im Endspurt, so sieht es zumindest aus. Die Trilogverhandlungen sind bis Ende des Jahres geplant abgeschlossen zu werden. Sind denn aus Ihrer Sicht alle ungelösten Fragen und Themen unmittelbar vor dem Abschluss? Also sind noch nicht alle Fragen und Themen gelöst. Wir haben uns an bestimmten Punkten wirklich aufeinander zubewegt. Wichtige Punkte haben wir auch erreicht, die vorher alle kritisch gesehen haben aus der Biobranche, dass zum Beispiel die Kontrolle in der Bioverordnung bleibt. Das war ja auch nicht unumstritten. Wir sind uns einig da bei dem Thema, wie bodengebundene Produktion aussehen muss als ein Grundsatz für die biologische Landwirtschaft. Wir sind uns nahe einer Einigung, wie wir es besser hinbekommen in ganz Europa, dass wir ökologisches Saatgut bekommen, aber auch Tiere ökologisch gezüchtet werden. Das sind schon mal Schritte, die, glaube ich, ganz gut sind in die Richtung, dass wir sagen können, es ist ein echter Fortschritt. Also nicht nur zurück zu einer alten Regelung, wie wir sie hatten, sondern auch Fortschritte, die wir erreichen wollen. Dazu kommt, dass wir in den letzten beiden Trilogen natürlich nochmal über das Thema, wie können wir einen Kompromiss erzielen bei dem, was die Kommission vorgelegt hat, Grenzwerte, die sie ja wollte, oder was wir als Parlament wollen, auch was der Rat will, dass wir sagen, wir müssen die Vorsorgemaßnahmen gegen den Eintrag von Pestiziden verbessern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann die spannende Frage, alle sind sich einig, wir müssen verbesserte Kontrollen in Europa haben, wir müssen mehr Austausch von Kontrollen haben. Nur leider sieht die Realität so aus, dass das Personal dafür nicht da ist und auch da müssen wir eine Lösung finden. Ja, allerdings ist es ja auch so, dass insbesondere von den deutschen Bioverbänden immer noch viel Kritik kommt, dass an der Revision festgehalten wird. Da war ja der Ansatz eher eine Weiterentwicklung des bestehenden Rechts wäre zielführender gewesen. Das ist zumindest der Tenor der Verbandsvertreter. Ist das neue Biorecht denn tatsächlich besser als das bestehende? Die Bewertung müssen da andere treffen, aber ich sag mal, wie die politische Situation ist. Also alle wissen jetzt seit 3 Jahren, dass es eine Revision geben wird. Da hat ja nie einer einen Zweifel dran gelassen. Und deshalb wäre es gut gewesen, ich sage mal sehr vorsichtig formuliert, man hätte sich auch darauf eingestellt und hätte nicht bis zum letzten Tag versucht, das insgesamt als Prozess aufzuhalten. Und gerade, sage ich jetzt auch mal in Richtung deutsche Verbände, wäre es gut gewesen, sich frühzeitig positiv in die Debatte einzubringen, als eine Haltung bis heute an den Tag zu legen, die sagt, das ist alles ganz schrecklich. Ich selber muss ja sagen, ich muss für 28 Nationalstaaten, wir sind noch 28 Nationalstaaten, gucken, dass wir sozusagen eine Verordnung hinbekommen, die besser ist als die jetzige. Und das an dem Thema der Pestizide sieht man, wie weiträumig das in Europa ist. Also es gibt eine Petition gegen meine und die Haltung des Europäischen Parlaments, die ist von Bioverbänden in Belgien gestartet worden, die fordern, im Gegensatz zu den deutschen Verbänden, dass Pestizidgrenzwerte in der Bioverordnung festgeschrieben werden sollen. Und das ist ein Bioverband, der die belgischen Biobauern repräsentiert. Und wir haben ja noch andere Länder wie Italien, wie die Slowakei, die ebenfalls diese Regelung mit ganz erbittert verteidigen und nicht wollen, dass wir jetzt eher in Vorsorgeprinzip gehen, sondern sagen, wir brauchen diese Grenzwerte im Interesse des Marktes und im Interesse auch der Verbraucher. Also so ganz so einfach, wie sich die Situation aus Deutschland darstellt, ist sie halt in Europa nicht. Also man kann jetzt nicht einfach die Augen verschließen vor einer europäischen Realität. Und man muss auch mal wirklich ernsthaft die Lage angucken, wie sie sich jetzt zum Beispiel in den vielen auch kritischen Artikeln in der Presse darlegt nach dem Motto Bio, was ist da eigentlich so Besonderes dran? Wir müssen schon den besonderen Charakter von Bio auch nach außen darlegen. Und wir können nicht sagen, die Welt ist nicht in Ordnung bei Bio. Da habe ich meine ganz großen Zweifel, dass das alles in Ordnung ist. Und gerade bei dem Thema Importe, was wir jetzt neu regeln, finde ich, gab und gibt es einen dringenden Handlungsbedarf, dieses Wirrwarr von Zulassungen und Zertifikaten zu beenden. Ja, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Allerdings, vielleicht steigen wir so ein bisschen ins Detail ein. Wo sehen Sie denn genau Fortschritte gegenüber der bestehenden Verordnung, jetzt in der neuen Verordnung im Bereich Landwirtschaft? Also wir haben ja die Koexistenz, wir haben das Vorsorgeprinzip, das sind alles Stichworte, die in diesem Kontext da sind.
ja, wo liegen aus Ihrer Sicht die Fortschritte? Wichtig ist, dass wir eine Öko-Verordnung haben, die in Europa tatsächlich ernst macht mit einem gemeinsamen europäischen Ansatz. Also nicht jedes Land interpretiert die jetzige Bioverordnung ja so ein bisschen für sich. Man sieht das ja schon an den Grenzwertdiskussionen. Und auch jedes Land macht seine Kontrolle. Aber es gibt noch nicht mal, und das muss ich halt schmerzhaft in den ganzen Verhandlungen feststellen, nicht mal einen Datenaustausch zwischen den Mitgliedsländern, geschweige denn eine gute Zusammenarbeit zwischen den Verbänden. Also hier ist dringender Handlungsbedarf. Also es kann ja nicht sein, dass wir nicht wissen, wie viel Weizen wird eigentlich in Rumänien angebaut, wie viel kann dann eigentlich vermarktet werden, sondern dass das sozusagen nur durch mysteriöse Mengenvermehrungen auffällig wird, wo ist denn da Bewegung? Und ich glaube, an so Punkten wird ja klar und deutlich, das System, wie es jetzt ist, hat Verbesserungsbedarf. Zweiter Punkt, das ist wichtig auch für die Verhandlungen, wir haben eine Menge Ausnahmegenehmigungen. Ausnahmegenehmigungen zum Beispiel, dass bestimmte Länder überhaupt kein biologisches Saatgut erzeugen und es auch gar nicht eine Entwicklung dahin gibt, sondern das gesagt wird, wir erteilen halt dauerhaft quasi Ausnahmegenehmigung, während gerade Deutschland oder Österreich ja ein System aufgebaut haben, was vorbildlich ist in der Erzeugung von eigenem Saatgut. Dieselbe Situation haben wir im Bereich der Tiere. Also es kann ja nicht sein, dass der deutsche Bioerzeuger teuer Bio-Küken kauft und die anderen Mitgliedsländer rundherum sagen, haben wir noch nicht nötig oder gibt es nicht. Also da haben wir dringenden auch für die Europäische Union, dass wir da Wettbewerbsverzerrung quasi beenden. Das ist keine einfache Sache, weil natürlich ist klar, Länder des Osten Europas haben natürlich, wenn man so will, einen Nachteil von gut 20 Jahren gegenüber der Entwicklung im Westen. Aber da müssen wir hin. Weiterer wichtiger Punkt finde ich, dass wir zum eindeutigen und auch sehr stringenten Prinzip bei Importen kommen. Ja. Ich weiß, dass das in Deutschland und weniger von den Bauern, aber viel von Händlern kritisiert wird, aber wir haben zurzeit 64 unterschiedliche Standards. Und jeder weiß, dass es da sehr kritische Punkte gibt. Wenn wir jetzt sagen, die Bioverordnung, ein Kern der Bioverordnung, die gilt auch für Importe aus Ukraine, aus Kasachstan und die gilt auch natürlich für Importe aus Kanada, mit dem wir noch kein Abkommen haben, und für Importe aus Mittelamerika, dann halte ich das für gerechtfertigt. Denn auch da haben wir ja immer wieder das Problem, ich bin ja selber Biobauer, dass man sich wundert, wie billig dann zum Beispiel Getreide aus osteuropäischen Ländern angeboten wird, wo man in Deutschland sagt, wie geht das eigentlich? Es gibt da schon vielleicht ein paar Fragen in dem Zusammenhang. Und wir haben es bei den Importregeln auch, weil es ja die Sorge gab, dann werden Entwicklungsländer keinen Marktzugang haben. Also da wir ja in der Verordnung keine Festlegung haben, wie Kokosnüsse angebaut werden, ja, oder andere exotische Früchte, das ist natürlich dann sozusagen den Mitgliedsländern oder den Importeuren und den Ländern, mit denen wir kooperieren, die müssen dann dafür auch Regeln vorlegen, die wir dann in Europa akzeptieren müssen. Aber wie gesagt, dieses Wirrwarr der Importe, was wir jetzt haben, da haben wir schon ein Problem mit. Und ich kann die Bedenken des Handels verstehen, dass wir vielleicht auch in Übergangszeit da vielleicht das ein oder andere Produkt nicht mehr so günstig vielleicht auf den Markt kommt, aber auch das im Schutze der europäischen Erzeuger ist es wichtig, dass wir, wenn wir in Europa strenge Regeln setzen, dass sie auch von außerhalb eingehalten werden. Wir kämpfen gegen Freihandelsabkommen, wo Standards nicht gegenseitig anerkannt werden. Und bei dem Punkt ist man sehr kritisch. Ich finde schon, dass wenn wir aus den USA haben wir ein Abkommen, aber wenn wir aus anderen Ländern was in die Europäische Union importieren, dass es auch unseren Regeln entspricht. Das ist eine Selbstverständlichkeit für mich. Aber ich glaube, die Sorge der Verbände geht ja auch eher dahin und auch des Handels, dass das neue Recht eben so komplex, kompliziert ist und dass natürlich die Biodiversität der 28 Mitgliedstaaten wie auch die Handelsbeziehungen in alle Welt ja jede wird anders gehandhabt. Also genau das ist die Situation, die wir jetzt haben. Aber sorry, das ist doch gerade das größte Problem. Kann das wir sitzen doch in vielen Punkten auf dem Pulverfass. Und ich warte auf den Tag, bis wir wieder so einen Skandal bekommen wie mit den ukrainischen Sonnenblumenkernen. Das ist nicht ausgeschlossen, weil einfach das System der Kontrolle von außerhalb in dem Sinne jetzt nicht die Anforderungen eigentlich 100% erfüllt. Wenn der nächste Skandal da ist, dann werden alle sagen, wieso konnte denn das passieren? Und das kann dadurch passieren, dass wir so viele unterschiedliche Standards haben, dass wir 64
unterschiedliche Importstandards haben. Das kann eigentlich nicht so auf Dauer so bleiben. Das war ja noch ein Punkt, der lange diskutiert worden ist, immer wieder auch verschoben worden ist. Also gerade die Importregelungen. Ist man da denn jetzt an einem Punkt, wo Sie sagen, ja, das wird greifen und wird genau dieses Problem lösen, was wir derzeit haben? Also wir waren die Grundsatzentscheidung dahingehend haben, dass für Importe dieselben Regeln gelten. War auch umstritten. Aber da waren sich Rat und Parlament dann relativ schnell einig mit der Kommission, dass es vom Grundsatz her richtig ist. Was wir jetzt brauchen, und deshalb sind wir noch in den letzten beiden Verhandlungsrunden an dem Punkt wirklich ganz wichtig dran, ist, dass wir dann auch das Kontrollregime verbessern. Und da kann es nicht sein, und das sagen wir auch der Kommission sehr klar, ihr könnt nicht stärkere, strengere Regeln verlangen. Und bei der Kontrolle sagt er dann, das ist nicht unser Problem. Also da muss auch die Verantwortung dann am Ende des Tages übernommen werden. Also alles in allem, die Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben, haben Sie das Gefühl, man ist ein ganzes Stück weitergekommen im Vergleich zu dem bestehenden Recht? Konnte denn das Parlament quasi Duftmarken setzen in diesen Kompromissvorschlägen? Also ging ja auch darum, delegierte Rechtsakte. Wichtiger Punkt, dass Sie das ansprechen, weil das hat in Deutschland auch keiner verstanden, weil es gab ja schon den gescheiterten Versuch, die alte Verordnung sozusagen in neues europäisches Recht zu übertragen. Wir haben seit Lissabon eine andere Verantwortung. Es geht nicht nur sozusagen an Kommission und dann an Mitgliedsländer, wie Verordnungen aussehen und wie sie gestaltet werden, sondern seit dem Lissabon-Vertrag, und der gilt immerhin seit 2009, ist auch das Europäische Parlament in alle Entscheidungen mit einzubinden. Und da gibt es die beiden Rechtsetzungen, die delegierten Rechtsakte oder die implementierten Rechtsakte, die das gewährleisten. Bei implementierten Rechtsakten ist das die Hauptentscheidung bei den Mitgliedsländern, bei delegierten Rechtsakten Kommission und Parlament. Und ich finde, da müssen wir schon gucken, weil ich glaube eigentlich, dass nicht die Summe von 28 Einzelinteressen ein Gesamtinteresse ist, sondern dass das Problem gelöst werden muss von Seiten des Europäischen Parlaments und der Kommission, die wirklich den Gesamtüberblick haben. Also wenn man mal sieht, wenn wir jetzt alles wieder auf die nationale Ebene runterbrechen würden, dann hätten wir bestimmt nicht sofort eine Einigkeit bei einer neuen Verordnung, sondern da guckt ja jedes Land, was gibt in meine Richtung und was das machen andere vielleicht verkehrt. Also da müssen wir schon gucken, dass wir da nationale Egoismen so ein bisschen eingrenzen. Mhm, ja. Für jedes europäische Land, speziell aber die die großen Märkte Deutschland, Frankreich, Italien, die ist es ja wirklich essentiell wichtig, dass die Importe weiterhin funktionieren. Für die Länder, mit denen kein Handelsabkommen besteht, ist es auch essentiell wichtig, dass sie weiterhin ihre Bioprodukte in die EU exportieren können. Sehen Sie da eine Gewährleistung, also dass dann reibungsloser Übergang auch kommen wird, Umsetzung dann des neuen Rechts? Wie wird sich das ausgestalten? Erstens wird es ja noch dauern, bis das neue Recht überhaupt umgesetzt wird. Das kann man gar nicht genau sagen. Zweitens wird es dann Übergangsfristen geben. Und drittens müssen sich dann die Handelspartner auf diese neuen Rollen einspielen. Das ist richtig. Aber es gibt keinen Anlass zur Panik, dass wir demnächst irgendwelche leeren Regale vor uns haben. Das kann ich nur eindrücklich sagen, weil auch diejenigen, die Interesse an dem europäischen Markt haben, werden sich auf neue Regeln einstellen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, es ist nicht der kleine nicaraguische Kleinbauer, der Bananen anbaut für den europäischen Markt. Ja? Dass so ein Bild entsteht, als würden Subsistenzlandwirte den europäischen Biomarkt beliefern, ist eine Illusion. Das habe ich bei vielen Reisen ins Ausland auch gesehen. Da sind meistens auch die großen Player, die genauso das Ökologische wie das Konventionelle nach Europa liefern. Auch das ist ja ein Teil der Realität. Also oftmals habe ich das Gefühl, es geht jetzt darum, was so erzählt wird, als ging es jetzt wirklich um die Kleinst- und Kleinbauern. Es gibt Kooperativen, wo wirklich viele Kleinbauern... Diese Kooperativen, das haben wir in den Verhandlungen durchgesetzt. Da geht es sozusagen darum, ja, die übernehmen auch einen Teil der Verantwortung. Es geht nicht darum, und das ist ein wichtiger Grundsatz, der sich für mich durch die ganze Verordnung zieht, es geht nicht nur um die Produkte, sondern es geht auch um diejenigen, die produzieren, sprich also die Produzenten sind eingebunden in die Kontrollsysteme. Wir wollen ja nicht nur, dass Produkte auf den europäischen Markt kommen, dass die dann durch den Scanner laufen und das ist okay, sondern dass wir mit den Produzenten auch das Prinzip, was ja nicht nur darin besteht, ohne Chemie zu arbeiten, sondern auch andere Prinzipien. Die soziale Verantwortung. Ja gut, also da mache ich mal,
Das ist schön, das ist schön. Aber fangen Sie mal an, in einer Öko-Verordnung der Europäischen Union Sozialstandards für den Anbau von, weiß ich, Bananen in Kolumbien vorzuschreiben, damit die auf den europäischen Markt kommen. Während wir noch nicht mal in Europa, siehe Möhrenanbau in Spanien, Sozialstandards gewährleisten. Das ist nicht Aufgabe einer Öko-Verordnung. Damit ist sie überfrachtet. Sorry, das kann nicht funktionieren. Es wird da alles reingewünscht, was jetzt nicht geregelt ist. Ich sage aber, natürlich haben wir am Ende da auch noch Fragen. Und die Frage, wer zu welchen Preisen das wo anbaut, sorry, das können wir jetzt nicht in der Öko-Verordnung lösen. Das müssen die Handelspartner miteinander ausmachen. Oder, nee, weil Sie jetzt gerade das Thema angeschnitten hatten, ne? Also mehr als Produkt. Ich hab es nur gesagt, weil mich das ärgert, weil sozusagen getan wird, als könnten diese Kleinstproduzenten keinen Marktzugang für die Europäische Union mehr gewinnen. Also die Marktrealität sozusagen bei denen, die Produkte in Europa liefern, da braucht man sich nur südamerikanische Verhältnisse anzugucken, das sind nicht die kleinen Campesinos in der Pampa, die Produkte für den europäischen Markt herstellen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn das tatsächlich in die Richtung ginge. Regionalität, das war ja auch ein Anliegen, glaube ich, speziell von Ihnen auch, Regionalität mehr und stärker in dieser neuen Verordnung zu verankern. Allerdings dürfte es ein Problem sein, weil ja jedes Land quasi seine eigene Definition von Regionalität hat. In Deutschland ist es das Bundesland und angrenzende Bundesländer. Die Holländer sagen, unser gesamter Staat ist eigentlich regional, Europa, weil wir so klein sind, oder Europa sogar. Gibt es da Ansatzpunkte, wo Sie sehen, dass da ein Fortschritt erzielt worden ist? Das hat uns eigentlich an Schweiß und Mühen gekostet, da auch Ideen zu entwickeln, was jetzt Region ist. Wir hatten dann im Parlament, weil wir uns am Ende auch nicht so ganz klar und einfach, wir haben eine Region 150 Kilometer. Ne? Damit haben Sie dann dabei in Jersey schon mal eine Schwierigkeit auf der Insel. In der Realität ist es tatsächlich so, und das wird am Ende auch nicht anders kommen, die Regionen werden nach wie vor von den Mitgliedsländern definiert. Also wir finden keinen europäischen Begriff, wo alle mit zufrieden sind, dass wir das als Region bezeichnen. Für die Holländer, Sie haben es ja selber genannt, ist Europa die Region, und für uns sind sie Bundesländer, und für andere sind es ihre kleineren Strukturen, ja, quasi Landkreise. Also da finden wir keinen europäischen Begriff. Sorry, das wird auch so bleiben, dass man Regionen als Begriff so nicht genau fassen kann. Also ich meine, die Diskussion war ja dann ja Regionalität, aber uns haben dann die nordischen Länder gleich gesagt, ja, wenn ihr das jetzt definiert, dann wie sollen wir dann sozusagen noch unseren Markt versorgen, wenn wir das... Also da ist zum Beispiel der Anbau von Eiweißkomponenten nun definitiv schwierig. Und wenn ich sage, ihr müsst alles nur noch aus der Region nehmen, dann würden die nordischen Länder sagen, gut, dann können wir halt viele Produkte gar nicht mehr, also tierische Produkte gar nicht mehr erzeugen, weil wir können halt nicht so ja erzeugen in Finnland. Das geht halt nicht. Also da wird es dann schon klar und schwierig, dass das keine einfache Geschichte ist. Wer mir jetzt noch mal schnell eine Definition für Regionen auf den Tisch legt, dann kriegt er so einen kleinen Nobelpreis für. Ja. Vielleicht gucken wir jetzt einfach noch mal tatsächlich auf den Zeitplan. Also wie ich Sie verstanden habe, gehen Sie davon aus, dass das bis Ende des Jahres unter der Ratspräsidentschaft, slowakischen Ratspräsidentschaft, in trockene Tücher kommt. Das hätte ich gerne nochmal bestätigt. Und und wie geht es dann weiter? Ich gebe ja keine Bestätigung, weil das hängt davon, gibt es in der letzten zwei Triloge ab, ob wir tatsächlich eine Einigung hinbekommen. Aber auch da sage ich nochmal, da kann ich mich auch nur so ein bisschen wundern. Mitte des Jahres gab es noch Pressemitteilungen, die gesagt haben, macht mal schnell. Das muss endlich ein Ende haben, die Verhandlungen. Das muss endlich zu einem Ergebnis kommen. Der Sektor ist verunsichert. Und vor 4 Wochen habe ich dann eine Pressemitteilung bekommen, nun macht man nicht so schnell, der Sektor ist verunsichert. Ja? Also es ist schon ein bisschen schwierig, das jedem recht zu machen. Jetzt stehen wir vor dem Abschluss. Ja, jetzt stehen wir vor dem Abschluss. Damit muss man jetzt umgehen. Und ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, ein bisschen schwierig ist, wenn man jahrelang darauf gesetzt hat, dass es überhaupt keine Regelung gibt und dann kurz vorher noch 10-seitige Papiere geschickt werden, was jetzt dringend noch geregelt werden muss. Das geht dann auch nicht, das muss ich ganz klar sagen. Wir stehen in einem ganz engen Austausch. Das sind unsere Ansprechpartner mit IFOAM in Brüssel. Die sind der Bereich, der für die europäischen Anbauverbände spricht. Wir können und wollen auch nicht, dass wir jetzt in den Verdacht geraten, nur für Deutschland zu reden und der französische Kollege nur für die französischen Interessen eintritt. Das geht nicht in dem Rahmen. Deshalb ist unser Verhandlungspartner auf Seiten
der Verbände IFOM. Das haben wir vom ersten Tag an praktiziert, ohne dass wir jetzt zu große Lobbynähe aufkommen lassen. Aber mit denen sind viele Sachen auch kritisch diskutiert worden. Insofern sollte jetzt keiner in der Bioszene überrascht sein. Es gibt und gab einen regen Austausch über alle Themen, die hier da wurden. Und es gibt für Sie jetzt auch keine rote Linie mehr? Also wenn jetzt das unter der slowakischen Ratspräsidentschaft nicht zum Abschluss kommt, dass man dann es hinschmeißt und sagt, ja, wir schaffen es doch nicht, weil es kommt dann Malta. Und also es wird weitergehen? Ich hoffe nicht, dass es weitergeht. Ja, okay. Das ist auch eine Aussage. Also Sie hoffen, dass es tatsächlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird. Und dann wird es, Sie haben vorhin gesagt, es ist noch nicht ganz deutlich, wann es in Kraft treten wird, wie das dann weiter ausgestaltet wird. Da muss der Rat, sprich die Mitgliedsländer, müssen diesen Kompromiss akzeptieren und das Parlament muss diesen Kompromiss akzeptieren. Und dann schauen wir mal, weil wir jetzt ein bisschen ja im Zeitplan hinten liegen, wann es dann als neues Recht implementiert wird. Also noch ein Stück Weg, der vor... Wir haben ja auch, ich sage mal, weil es für Aufregung ist auch kein Bedarf, weil wir haben ja eine Öko-Verordnung. Ist ja nicht so, dass wir jetzt einen völlig unregulierten Markt vor uns hätten. Also keiner hat Interesse, das jetzt überfallartig zu implementieren. Mhm. Naja, da wird ja auch ständig noch weiter gearbeitet dran und immer wieder neue Dinge auf den Weg gebracht. Also von daher. Und diese Verordnung bietet natürlich an vielen Punkten so eine Flexibilität, dass man auch nachsteuern kann. Also es ist ja nicht alles, es ist der Gesetzrahmen ist sozusagen der Rahmen und bei vielen Bereichen, also weil ich lange Listen bekommen habe, welche Substanzen jetzt verboten werden müssten oder was jetzt erlaubt werden müssten und wie jetzt bestimmte Sachen zu behandeln, das ist eine Praxisarbeit einer Gesetzesumsetzung. Da sind wir und die Nationalstaaten natürlich bei Listen, die jetzt drinstehen, die können erweitert werden. Wenn sie verändert werden und was rausgenommen wird, dann bei Anhängen, dann muss das Parlament mit zustimmen. Also insofern sind die Gesetzgeber ja nicht, damit hören wir nicht auf, uns über die Bioverordnung grundsätzlich Gedanken zu machen. Das muss implementiert werden. Dabei sind beide Gesetzgeber, Rat und Parlament mit dabei. Und bei delegierten Rechtsakten, die die Kommission dann erlassen muss, kann das Parlament jederzeit sein Veto einlegen. Aber aus Ihrer Sicht, also sind Sie zufrieden letztendlich mit dem, wie es jetzt gelaufen ist? Und haben Sie das Gefühl, dass Bio, das war ja die Ursprungsidee auch, gestärkt aus diesem, mit diesem neuen Recht wird? Oder würden Sie sagen, es ist... Also zufrieden wäre ich gewesen, wenn 100% meiner Vorstellungen umgesetzt worden wären. Aber das muss man halt realistisch sehen. Dafür bin ich einer unter vielen, die an diesem Gesetz gearbeitet haben. Aber ich glaube insgesamt, wenn ich mal gucke, wie aufgeregt die Szene vor ein paar Jahren war, als dieser Vorlage auf dem Tisch war und was wir in den Verhandlungen jetzt erreicht haben, bin ich schon ganz stolz darauf, dass wir da viele Punkte hinbekommen haben, die vor ein paar Jahren undenkbar waren. Also es wurde mir auch von meinen Kollegen im Parlament, die mir jetzt politisch nicht so nahe stehen, auch vorgeworfen, ich würde zu zähleibig und zu lange verhandeln. Und das hätte schon längst fertig sein können. Ja? Ich sage, ich bin auch stolz darauf, dass wir so zäh waren in den Verhandlungen und doch immer wieder damit gedroht haben, dann lassen wir es halt, dass wir bestimmte Punkte jetzt so nicht in der Verordnung haben, wie sie mal angedroht waren. Ich sage wirklich angedroht, weil tatsächlich zum Beispiel die Vorlage der Kommission zu besetzen jetzt einfach einen neuen Grenzwert und damit ist die Problematik der Pestizide gelöst, so nicht funktioniert. Das sage ich mal sehr deutlich. Was da am Ende rauskommen wird, ist auf jeden Fall, aber das können wir ja gerne noch mal alles diskutieren, aber der Baby-Food-Grenzwert ist zum Beispiel vom Tisch. Ist vom Tisch. Das ist eine gute Nachricht zum Schluss. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Gerne.